Low Noise Quick Release Propeller. Man kann auch sagen, es sind neue Propeller. So, geh arbeiten. Verdien jetzt Geld. Macht Jojo happy. Die Tochter eines Apple-Mitarbeiters hat dieses Video online gestellt und spielt da mit dem iPhone 10. Er nennt es. Einen schönen guten Morgen, ihr lieben Menschen, willkommen zu einem neuen Vlog. Es tut mir leid, wenn ich die Kamera so ein bisschen seitlich halte, also ihr seid quasi Mitfahrer. Weil wenn ich die weiter rüber halte, dann gibt es immer Indifferenzen mit dem GPS und dann höre ich erst später eine Aufnahme und dann ärgere ich mich und so. Deswegen hier diese Seitkamera. Einen schönen guten Morgen nochmal. Herzlich willkommen zum Dienstag, zum normalen Vlog-Tag. Was heute schon passiert, ich habe die Steuer heute Morgen 3 Stunden noch so den Rest gemacht, muss heute Abend noch mal rüberziehen, glatt ziehen, den Rest wegmachen, dann bin ich damit durch. Gibt mir wahnsinnig viel Energie für heute. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Kunden, aber auch zum Kunde, Schmidti, mit dem war ich am Wochenende ja ein bisschen Drohnenballern, da habt ihr ja die Aufnahmen gestern gesehen. Er hat uns was bestellt für die Drohne und das wollen wir jetzt gleich mal austesten. Bin ich richtig gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Und da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. More fun than work. Aber wir haben heute eh noch genug Arbeit. Schnell rüber hier, bam. Let's have some fun. So, hat mir gerade noch ein Kunde abgesagt. Das heißt, wir gewinnen ein bisschen Zeit und ich kann ein bisschen länger hier spielen. Ey, hier können wir üben dann. Ohne Scheiß. Ja, dann lass mal testen, die Suppe. Low Noise Quick Release Propeller. Man kann auch sagen, es sind neue Propeller. Nur weil du kein Englisch kannst. Mann, wie geht denn? Das sind fucking new Propeller. Das sind fucking low noise Propeller. Hier, Schmidti hat seine auch so hässliche Stelzen drauf gemacht. Oh. Und meine Drohne ist jetzt natürlich die, die sehr viel leiser sein wird. Ja? Aber dafür tiefer stehen tut sie. Kalibrieren. Das muss man nur machen, wenn man neue Flügel hat. Also wir können schon mal festhalten, wenn die Drohne steht und man die anmacht, ist die Lautstärke ungefähr gleich. Also das ist jetzt kein großer Unterschied zu hören. Das ist hier zu viel Magneten und so ein Scheiß. Metall. So, bereit. Bist du auf Vision oder Vision? Vision. Ja, ich auch. Das ist jetzt die Lautstärke mit den neuen Propellern. Jetzt fahren wir deine hoch. Muss man ein bisschen aufpassen, weil Schmidti ist ein absoluter Kamikaze-Flieger. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass diese neuen Propeller leiser sind. Wie würdest du sagen, sind die leiser prozentual? Ich würde sagen 30%. Schmidti, wann sehen wir denn jetzt deinen YouTube-Kanal? Ja, Schmidti fliegt die Drohne gegen die Wand. Wir da werden, machen wir einen schönen Kanal. So sieht's aus. Du musst dir nur noch einen Namen überlegen dafür. Irgendwas mit Schmidti. Schmiddis Chaos. Schmiddi. Chaos-Sender. Schmiddi flog gegen die Wand. Genau. Was gehen wir lieber? Denn, schönen Urlaub. Ja. Und danach geht der Kanal an den Start, ne? Genau. Ja. Bringen wir was Schönes mit. Ja, ich, umgebaut oder was? Hau ab. Ja, schick mal. Tschüss. Gerne, mein Lieber. Tschüss.
Spielkinder haben ausgespielt. Jetzt muss ein bisschen gearbeitet werden. Bringt immer Spaß, mit Schmitty ein bisschen die Drohne ballern zu lassen, weil er fliegt einfach ohne Rücksicht auf Verluste. Dem ist auch so egal, ob er wogegen heizt. Er geht immer auf absolutes Maximum. Und zum anderen mag ich einfach so Leute aus dem Handwerk, die einfach, wo man sich einfach auf jede Aussage verlassen kann, die so per Handschlag funktionieren. Und da ist nicht irgendwie eine zweite, dritte Ebene, sondern die sind einfach so, wie sie sind. Korrekt, sauber und fair. Und mit solchen Leuten verbringe ich aber gerne Zeit. So, geh arbeiten. Verdien jetzt Geld. Macht Jojo happy. Bring jetzt den Cash nach Hause. Und Baby, du Revoluzzer. Hol dein Fahrrad jetzt ab. Sonst kracht's. Struckmann hat halt so einen Style. Die holt halt 8 Jahre ihr Fahrrad nicht ab. Das steht seit 2 Wochen, ist das Fahrrad weg. Und sie holt's einfach nicht ab. Ich verstehe das nicht. Werden sie jetzt noch mal kurz ambushen. Wow, 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 wow. Da ist der Fahrradladen. Ja, ich muss aber erst. Den kannst du jetzt Bahn. Holen. Ich muss Bahn. Hol jetzt das Fahrrad. Ist hoffnungslos. Ich habe wirklich alle Varianten probiert mit woanders formatieren, wieder einsetzen. Bloß der kriegt immer am Ende jetzt der Installation. Es ist wie eine Legitimation quasi, ob er das überprüft, ob die sozusagen lizenziert ist, die. Das Betriebssystem und dann ist vorbei. Es gibt tatsächlich auch Probleme, die ich nicht lösen kann. Ich hatte hier einen Rechner, wo es nicht möglich war, ein System zu installieren. Da wurde eine neue Festplatte, eine andere Festplatte, nicht von Apple eingebaut. Hello! Und die hat quasi die Installation immer wieder abgebrochen. Beziehungsweise bei der Überprüfung von seitens Apple, ob das sozusagen erlaubt ist, ein System zu installieren, ist es immer wieder abgebrochen. Und ich habe noch in den Logs geguckt. Das wird wirklich aufgrund der Festplatte abgebrochen. Es gibt halt manche Festplatten, die, sag ich mal, nicht mit neuen Systemen, High Sierra und so weiter funktionieren. Da kann ich dann wenig machen und dementsprechend holt der Kunde jetzt das MacBook wieder ab. Kann ich leider nicht helfen. Nächstes Thema, was jetzt am Start ist, ist einmal Apple Music, auch ein geliebtes Problem. Der Kunde hat Apple Music aktiviert und trotzdem werden irgendwie Sachen berechnet, Alben, die er kauft oder runterlädt. Muss ich mir jetzt mal anschauen. Bis gleich. Hey! Hallo! Jo! 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 Hm? Jo! Apple Music. Immer noch auf dem Weg der Besserung. Vor allem, wenn man viele Geräte hat und viel Musik selber gekauft hat und dann die Apple Music aktiviert und dann noch iTunes Match hat. Nicht mehr nachvollziehbar, was da zum Teil passiert. Ich hoffe, euer Apple Music läuft, beziehungsweise euer iTunes. Wenn ihr nur als Abo habt, wunderbar. Next Stop, Sport. Leute, Adolfo einkassiert, Sebastian einkassiert, Alvin einkassiert, Michael einkassiert, Dietrich einkassiert, Alina einkassiert. Mein Vater ist vor mir, Alter. Platz 4 bin ich jetzt. Mein Vater, Respekt, Carsten, Respekt, Eduard. Eduard, arbeitest du auch oder was ist los, Alter? Der läuft sich hier... Wahnsinnig.
eine Laufsession abgeschlossen, eine Fitness-Session abgeschlossen. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall anschauen, wie ich meine Apple Watch eingerichtet habe. Ich habe 3 Watchfaces, die ich immer nutze. Jetzt habe ich gerade das Lauf-Watchface an. Zack. Und für alle, die das Krafttraining nicht auf ihrer Watch haben, ne? Also wenn ihr hier unten, sage ich mal, drauf geht und ihr habt hier die Übersicht, dann, wenn ihr da nicht Krafttraining findet, dann müsst ihr erstmal ein Training auf Sonstiges absolvieren und könnt nach dem Training das entsprechend benennen, was das ist, Krafttraining etc. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es ist ja gerade hier so ein Video rausgekommen, wo irgendein Mitarbeiter von Apple oder so schon das iPhone 10 hat. Die Tochter eines Apple-Mitarbeiters hat dieses Video online gestellt und spielt da mit dem iPhone 10, er nennt es iPhone X. Apple Pay, geil! Check es mal aus. Krass. Müsst ihr auf jeden Fall auschecken. Ich verlinke das mal unten, wenn ich es nicht vergesse. Ich wollte noch eine kleine Sache kurz beantworten bzw. sagen. Mir hatte jemand auf Twitter einen Link geschickt zu einem Zeitartikel zum Thema Positivität, dass es nicht gut wäre oder nicht gesund ist, wenn man immer nur krankhaft positiv ist. Und da wollte ich mal ganz kurz was zu sagen. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht, dass es gut ist. Bei mir ist es aber auch nicht so, dass ich jetzt durchgehend happy bin und aus jeder, sag ich mal, aus jedem Problem, was entsteht, sage, ach so, kein Problem, so mache ich, wenn es regnet, nehme ich einen Schirm und so. Sondern ich gehe schon durch die, sag ich mal, schlechteren Zeiten auch durch. Also schon zum Beispiel vor 2-3 Wochen war es bei mir so, dass ich gemerkt habe, irgendwas läuft nicht rund, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist es bei mir so, handle ich meistens nach der Maxime, es ist was Schlechtes passiert, wie kann ich es gut machen? Und dann bin ich auch relativ schnell wieder da raus. So. Und wenn was Gutes passiert, dann ist es so, ist was Gutes passiert, dafür bin ich dankbar. Mit diesen 2 einfachen Regeln kann man einfach sehr gut umgehen, ohne dass man, sag ich mal, immer versucht, krampfhaft happy zu bleiben. Ist jetzt 19 Uhr, ich gehe jetzt mit Alina was essen. Beende den Vlog jetzt hier. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du neu dabei bist, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen früh in aller Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.